Subhanallah, liebe Geschwister, wie gnädig Allah Ta'ala doch ist, dass er jedem Muslim und jedem Menschen, der will, der nachdenken will, eine Überzeugungsgrundlage gegeben hat, ein Gottesverständnis gegeben hat, was wortwörtlich aus 2,5 Zeilen besteht, aus 5 Grundaussagen besteht. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, mit dem Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, ja, die Grundaussage der Barmherzigkeit, Nummer 1. Qul huwa Allahu ahad. Sprich, er Allah ist ein Einziger. Allahu samad. Er ist der Allmächtige, der von dem alles abhängt und der auf der anderen Seite keinerlei Abhängigkeiten hat. Er ist von allem unabhängig und alles ist von ihm abhängig. Wir können es eigentlich bei diesen 3 Eigenschaften belassen. Die Barmherzigkeit, die Einzigkeit und die Allmacht. Und die nächsten beiden Grundaussagen als Konsequenzen, als nötige Schlussfolgerungen aus diesen 3 Haupteigenschaften bezeichnen. Ja? Liebe Geschwister, die Aqida, die Wissenschaft der Aqida, ist in vielerlei Hinsicht Kategorisierung, Systematisierung, hier und dort nicht zwingend. Ja? Man kann auch andere Kategorien aufstellen. Es gab Gelehrte, die haben die Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas in 3 Kategorien unterteilt und andere haben dies in 4 Kategorien unterteilt. Ibn Taymiyyah unterteilte die Namen und Eigenschaften in 2 Kategorien. Ja? Vieles ist System. Und System ist dazu da, dass man etwas besser versteht, dass man es aufbereitet, studieren kann. Ja? Das heißt, wir reden von der Barmherzigkeit, wir reden von der Einzigkeit, wir reden von der Allmacht und zwingend notwendig, dass dieser familienlos ist. Lam yalide wa lam yulade. Er gebar nicht und er wurde nicht geboren. Hat also keine Familie, weder nach oben noch nach unten. Und dass dieser unvergleichbar ist. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ja? Nichts ist ihm ebenbürtig, gleich, vergleichbar. Ja, das ist auch eine zwingende Schlussfolgerung. Und Alhamdulillah, diese 2,5 Zeilen von den 9000 Zeilen des Koran, ja, und das ist keine herabgesandte Anordnung, dass man den Koran in 604 Seiten aufteilt und dass jede Seite 15 Zeilen hat. Das hat sich praktisch durchgesetzt. Ja, aber da kann man ruhig etwas anderes auf den Markt bringen und schauen, ob das von den Muslimen eher angenommen wird. Aber diese 604 Seiten, die haben sich ziemlich bewährt, allein dass man dann dadurch auch die Portion des Dreißigstel, ja, sodass man in einem Monat mindestens den Koran insgesamt durchgelesen hat, vorgetragen hat. Ja, es hat sich bewährt und durchgesetzt. Diese 2,5 Zeilen von diesen 9000 wurden vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als 1/3 des Korans bezeichnet. Als 1/3 des Korans bezeichnet. Und diese 2,5 Zeilen, geehrte Geschwister, Alhamdulillah, die meisten 2,5-Jährigen beherrschen diese Zeilen. Diese 3, 5, ja, systematisiert, wie auch immer ihr wollt. Diese 5 Grundaussagen, diese 3 Grundaussagen mit 2 zwingenden Schlussfolgerungen. Alhamdulillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, in Mekka geboren und dort berufen worden zum letzten Propheten, zum letzten Gesandten an alle Welten, vom Herrn der Welten, von Rabbul Alamin. Er kommt nun also in eine Gesellschaft, die Polytheisten kennt, Menschen, die an viele Gottheiten glauben. Er kommt in eine Gesellschaft, die eine Gemeinde hat, die Musa alaihi assalam als größten aller Gesandten betrachtete und die in Jesus, Isa alaihi assalam, keinen Propheten sah.
Und er kommt auch in eine Gesellschaft, in der das Christentum nichts Unbekanntes ist. Und mit dieser Achida, mit diesem zu Verinnerlichenden, ja, tritt also nun der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf. Wohl wissend, dass man mit den Christen keine Schnittmenge wird haben, ja, in Bezug auf das Tauhid, monotheistische Verständnis der Muslime und in Bezug auf das Selbstverständnis der Christen, dass in der Trinität dennoch ein Monotheismus begründet ist. Wenn jetzt nun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Taktiker gewesen wäre, ein Stratege gewesen wäre und nicht von Gott gesandt, von Allah, dem Herrn der Welten, und mit Aufträgen gesandt, dann wäre es das taktisch und strategisch Klügste gewesen, was zu tun, die Auffassung der Juden in Bezug auf Isa alaihi assalam zu bestätigen. Ja, also, dass er einen Vater hatte und dass er ein religiöser Sozialreformer gewesen ist. Ja, das wäre in dem Moment das taktisch Klügste gewesen. Aber das tat er nicht, sallallahu alaihi wasallam, sondern gab das weiter, was Allah Ta'ala ihm mitgegeben hat, weiterzugeben. Und subhanallah, das war für alle erstmal ein Bruch des Gewohnten. Ja? Für alle erstmal ein Bruch des Gewohnten. Ein Mensch, ja, der behauptet, keinen Vater zu haben, keinen biologischen Vater zu haben. Wenn schon diese Grundakida der Muslime so rational leicht annehmbar ist und gleichzeitig emotional anziehend, ja, weil hier ist nicht nur ein abstraktes, logisches Verständnis in Bezug auf Gott, sondern auch eine emotionale Botschaft, denn er ist der Barmherzige. Und da fühlen wir uns als Menschen sofort angesprochen, weil wir wissen instinktiv, wir brauchen Barmherzigkeit. Wir kennen uns alle sehr gut. Jeder kennt sich selbst, jeder kennt seine Nächsten. Und wir wissen alle, wir brauchen Barmherzigkeit. Das heißt, die Idee oder die Vorstellung einiger Menschen, die so etwas nicht annehmen kann, dass ein Mensch in die Welt kommt ohne biologischen Vater. Darauf zu bestehen, ist wieder taktisch nicht klug. Wenn man denn diese Ausgangsbasis hat, die er, sallallahu alaihi wasallam, natürlich nicht hatte, als Gottgesandter. Allah Ta'ala hat dazu im Koran für uns festgehalten, قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Ja. Maryam, alayha as-salam, der Friede sei mit ihr, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie ein Kind wird empfangen, ja, ein Kind wird in die Welt bringen, sie sagte, mein Herr, wie sollte ich ein Kind haben, wo ich noch nicht berührt wurde? Sie war noch nie mit einem Mann intim gewesen. Ja? Und sie fragte. Und der Engel sprach, so wird es sein, Allah erschafft, was er will. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er nur zu dieser, oder so sagt er nur, sei, und so wird sie realisiert. Subhanallah. Allahs Wille. Allahs Wille, mit dem der Mensch hin und wieder hadert. Wenn Allah etwas will, und wir hadern, dann ist immer etwas problematisch, geehrte Geschwister. In Bezug auf das Grundreligiöse, ja, kann das aus uns Glaubensverweigerer machen. Und als Bestätiger des Imans, der Überzeugung, kann das aus uns schlechte Muslime machen. Weil der Prophet auch sinngemäß sagte, sallallahu alaihi wasallam, in bekannten und authentischen Aussagen, dass
Wer Allahs Willen, sein Schicksal akzeptiert und annimmt, so wird dieser glücklich sein können. Und derjenige, der aufbegehrt gegen den Willen Allahs, der dies nicht akzeptieren kann, der wird unglücklich sein. Und Allah Ta'ala wollte, dass die Menschen geprüft werden durch einen Gesandten, der sagt, ich habe keinen biologischen Vater. Und durch den letzten Gesandten, der diese Aussage bestätigt. Auch wenn sie vielleicht nicht in das ansonsten sehr rationale Programm passt. Aber Allahs Wille steht über allem, geehrte Geschwister. Und diesen nehmen wir an. Und diesen setzen wir um. Und zu diesem laden wir ein. Und in diesem werden wir glücklich. Und in diesem werden wir glücklich. Aus Barmherzigkeit Allahs heraus, so gibt er uns doch pädagogische Beispiele. Ja? Dass wenn wir vielleicht etwas hadern, wenn vielleicht unser Widerwille angesprochen wird, was nicht der Fall sein sollte. Aber Allah gibt uns pädagogische, erzieherische, erklärende Gleichnisse in seinem Wort. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Das Gleichnis Jesu, Isas alayhi assalam, bei Allah ist wie das Gleichnis Adams alayhi assalam, der Friede sei mit ihm auf beiden, auf allen Gottgesandten und all denjenigen, die ihnen folgen. Ja? Allah erschuf Adam aus Erde und dann sprach er, sei, und Adam wurde. Und Isa alayhi assalam, er wurde auch durch das Wort Kun, geschaffen, sei. Und so haben die Menschen dann eine Vergleichsgrundlage, eine Verständnisgrundlage. So wie Adam, der ja keinen Vater und keine Mutter hat, so hatte doch Isa alayhi assalam wenigstens eine Mutter, also sollte noch leichter nachzuvollziehen sein. Ja? Und unabhängig davon, Allah spricht Kun und es wird. Allah spricht Kun und es wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war also kein Taktiker, geehrte Geschwister. Das sollten wir in die Welt hineintragen. Ja? Warum wurden weder die Juden noch die Christen zufriedengestellt? Den einen wurde das Verständnis herausgefordert, dass Jesus einen himmlischen Vater hat. Ja? Und bei den anderen wurde deren Verständnis herausgefordert, deren falsches Verständnis herausgefordert, dass sie meinten, dass Jesus eben einen irdischen Vater hat. Aber weder einen himmlischen noch einen irdischen Vater. Und Allah Ta'ala setzte diese Hürde, diese Prüfung in den Koran, nicht in irgendeiner der zigtausend prophetischen Gemeinschaften, sondern in seinem ewigen Wort. Und dies wird bis Yom al-Qiyamah eine Frage für einige Menschen sein. Und wir werden bis Yom al-Qiyamah als muslimische Gemeinde Zeugen für Tauhid sein. Und subhanallah, auch die Bescheidenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird dadurch unterstrichen. Wenn der Prophet, die im Sahih Muslims verifiziert wurde, sagte, dass jedes Kind bei der Geburt vom Shaitan berührt wird und dass es daraufhin auch weint, außer Maryam alayha assalam und außer Isa alayhi assalam. Das ist die Bescheidenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit der Allah Ta'ala seine letzten Gesandten ausgestattet hat. Dieser Bruder ist ein Abstauber, mashallah. Der hat hier mehrere Plätze in den vorderen Reihen, weil andere vielleicht nicht den Wert der vordersten Reihe erkannt haben, geehrte Geschwister. Es gibt viele Hadithe zum Thema, dass die vordersten Reihen diejenigen sind, die am meisten Lohn
mit sich bringen. Ja? Im Diesseits wie auch im Jenseits, geehrte Geschwister. Ja, und abgesehen davon hilft es euch auch, weniger abgelenkt zu sein. Aber wenn es den Brüdern die Möglichkeit gibt, bis nach vorne zu gehen, ja, dann bedeutet das für euch auch mehr Ablenkung. Das heißt, schließt die rein, sodass dies eben nicht möglich ist. Ja, subhanallah. Das Thema Wissenschaft. Wie kann das sein? Wie kann eine Frau schwanger werden, ohne dass sie intim wurde, beziehungsweise ohne Eingabe von männlichem Erbgut? Ja, wie kann das sein? Allah fordert heraus. Allah hat Naturgesetze erschaffen, auch spiritueller Natur. Aber diese kontrollieren ihn nicht, sondern er kontrolliert diese. Und es gibt Regeln, es gibt aber auch Ausnahmen. Und diese Ausnahmen, sie bestätigen die Regeln, wie man so schön sagt. Ja, Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Aber Ausnahmen sind auch Regeln bei Allah. Dass das Gewohnte aufgehoben wird, dass Propheten mit herausfordernden Wundern gekommen sind, nicht nur mit Besonderheiten, ja, mit Karamat, sondern mit herausfordernden Wundern. Herausfordernd und unfähig machend. Ja, Al-Mu'ajiza, rein sprachlich, ist das, was unfähig macht. Nämlich unfähig dazu, dasselbe zu tun, wozu der Prophet herausgefordert hat, um seine Wahrhaftigkeit unter Beleg zu stellen. Und zwar durch die Erlaubnis Allahs. Durch die Erlaubnis Allahs. Niemand vermochte einem herausfordernden Wunder eines Propheten jemals zu begegnen. Sondern dieses herausfordernde Wunder im arabischen Mu'ajiza machte diese Person dazu unfähig. Wir müssen also zu Allah finden. Ja? Dieses Buch, eine kurze Reise durch die Zeit von Stephen Hawking, ich habe es leider auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Ja? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Al-Ajala mina Shaitan, wa ta'anni mina Allah oder mina Rahman. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Ja, dass sich übereilen, dass sich beeilen, das ist vom Shaitan. Und das besinnlich, nachdenklich handeln, das ist von Allah, das ist von Ar-Rahman. Der letzte Paragraph vom Buch, eine kurze Reise durch die Zeit von Stephen Hawking, ja, der wohl größte Wissenschaftler oder bedeutendste in den letzten Jahrzehnten. In diesem Abschnitt spricht er davon, wenn wir jetzt diese Formel, die erklärt, wie alles entstanden ist, wenn wir sie endlich entdeckt haben, dann können wir uns der Frage widmen, ja, was Gott denn für einen Plan hatte. Also im letzten Paragraph wird Gott nicht nur irgendwie erwähnt, sondern bestätigt, ja, und dass dieser einen Plan hat. Subhanallah. Die Wissenschaft führt uns dazu, dass wir Allah anerkennen als den allmächtigen Schöpfer. Und die Wissenschaft führt uns dazu, dass unser Iman steigt. Weil je komplexer wir in eine Materie einsteigen und eindringen, umso erstaunter werden wir, weil wir es eben mit der Schöpfung Allah Ta'alas zu tun haben. Und parallel hat Allah Ta'ala seinen Willen für uns Menschen verkündet über den Weg der Propheten und Gottgesandten. Und wenn wir Wissenschaft dazu missbrauchen wollen, Religiöses als Ganzes zu leugnen, Spirituelles als Ganzes zu leugnen, Jenseitiges als Ganzes zu leugnen, dann gebrauchen wir die Wissenschaft nicht so, wie der Schöpfer sie zu gebrauchen sehen wollte, zu unserem Guten, sondern wir gebrauchen sie zu unserem Nachteil. Und währenddessen wird unsere Seele leerer und leerer, ja, und je nachdem, wie wir auch leben, schmutziger und schmutziger. Weil wir, wie gesagt, nicht nach diesen spirituellen Grundgesetzen leben, die Allah den Propheten insgesamt, ja, was auch in allen großen Weltreligionen noch übrig geblieben ist, mitgegeben hat. Liebe Geschwister, wenn wir über unsere Aqida reden, auch im Vergleich zu anderen Aqaid, zu anderen Auffassungen, zu anderen Gottesverständnissen, ja, oder in einigen kann man auch
In einigen Religionen kann man auch von Gottes Bildern sprechen, weil sie sich auch nicht scheuen, Bilder zu malen oder Statuen herzustellen. Ja. Dann, wenn wir also in diesem Vergleich sind, aus meiner Erfahrung heraus gesprochen, oft kommt dann diese Frage nach, hey, ist das jetzt der nächste Faschismus oder ein erneuter Faschismus und werden jetzt wieder Religionen Kriege führen und intolerant sein? Und ja. Das heißt, wir sollten diese Thematik stets auch begleitend ansprechen. Ja. Wenn jetzt beispielsweise im Johannesevangelium es heißt, dass Jesus gesprochen hat, ja, laut Johannesevangelium, dass er der Weg ist und die Wahrheit und das Leben und dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Ja, dann haben wir hier eine Religion mit einem Wahrheitsanspruch und wir als Muslime haben auch einen Wahrheitsanspruch und es gibt andere Religionen, die haben gleichermaßen einen Wahrheitsanspruch und die Atheisten haben auch gleichermaßen einen Wahrheitsanspruch. Ja. Aber dies trifft noch keinerlei Aussage über, leben jetzt Menschen mit verschiedenen Religionen friedlich miteinander oder nicht? Ja? Und ich sage Alhamdulillah für die gesamten innermuslimischen Kriege. Und für jeden Shahid, der in diesen innermuslimischen Kriegen gestorben ist. Inshallah sind es alle Shuhada. Weil das auch ein Beleg dafür ist, ja, dass es nicht nur Andersgläubige bei Muslimen trifft. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen zynisch, ein bisschen ironisch, aber das ist wichtig in einigen Gesprächen, ja, das anzubringen, kann Missverständnisse ausschließen. Ach so, okay, dann verstehen wir also diese Gewalt einfach als Ausübung von zwei aufgehetzte Gruppen gegeneinander oder von einer Mehrheit gegen eine Minderheit, ja, oder von einer terrorisierenden Minderheit der Mehrheit gegenüber. Okay, dann schließen wir aber auch aus, dass diese Gewalt einen religiösen Kern hat oder einen religiösen Anlass. Wichtig, Alhamdulillah. Wichtig, Alhamdulillah. Ich trage nun vor von Ibn Hazm, der für diejenigen, die sich für Al-Fiqh oder Al-Usul interessieren, derjenige war, der den Qiyas abgelehnt hat. Für den gab es keine Schlussfolgerung, für den gab es nur Aussagen aus den Texten. Ja, dass er sich selbst widersprach durch das, was er als Al-Mafhum konzeptionalisierte. Eine andere Frage, und dass das auch ansonsten von der Ahlus Sunnah bestätigt ist, dass es den Qiyas gibt, ja, und mal mehr, mal weniger angewandt wurde, also mal hanafitischer und mal hanbalitischer, das beiseite. Aber umso stärker werden seine Aussagen in Bezug auf, dass das aus den Quelltexten des Korans und der Sunna direkt hervorgeht. Warum? Mit Ibn Hazm war keine Schlussfolgerung zu machen. Ja? Er sagte, der Erste, der einen Qiyas machte, war der Shaitan. In Bezug auf Erde und Feuer. Und das war so seine Polemik gegen den Qiyas, den Analogieschluss. Was sagt er nun also? Er sagte, wenn wir Muslime, von einer feindlichen Nation angegriffen werden, deren Ziel die Leute des Bundes sind. Ah, weil wir haben ja die Geschichte, ja, mit Christen und Muslimen unter dem islamischen Dach zusammengelebt zu haben. Teilweise gibt es christliche Ausrichtungen, die auch nur unter Muslimen bewahrt wurden, weil in der christlichen Welt wurden sie abgeschlachtet und deren Bücher verbrannt. Ja? Die Geschichte der Kopten ist in diesem Zusammenhang nachzulesen. Also wenn Muslime nun angegriffen werden und diese Angreifer aber es nur auf die Christen abgesehen haben oder auf die Juden abgesehen haben oder auf andere Schutzbefohlene, andere Einwohner, Mitbürger des muslimischen Landes, was passiert dann? Ist es unsere Pflicht, vollkommen bewaffnet zu kommen und dazu bereit, im Kampf für sie zu sterben? Also mit der Bereitschaft für diese Nachbarn, Mitmenschen zu sterben, die eine andere Aqida haben. Ja? Nicht nur voll bewaffnet, dann, oh, die sind, na gut, Khairan inshallah. Nein, du musst bereit sein, dafür zu sterben, dass sie ihre andere Aqida haben können unter deinem Dach. Weil das sind deine Nachbarn. Man hat einen Vertrag. Um diese Menschen, die durch den Bund mit Allah und seinem Gesandten geschützt sind, zu beschützen. Weniger als dies und sie auszuliefern, wäre eine tadelnswerte Vernachlässigung des Versprechens. Ja? Ibn Taymiyyah war zu Zeiten auch Krieger gewesen.
Und als Tataren im Ascham, im Großraum Syriens, Muslime gefangen genommen haben, ist er zu diesen Tataren hingegangen und hat gesagt, die Gefangenen müssen befreit werden. Also hat heldenhaft Verhandlungen geführt. Und dann haben die Tataren die Muslime befreit. Und Ibn Taymiyyah ist irritiert. Er sagt, wo sind die Christen und die Juden, unsere Bündnispartner? Ja, wir sind gemeinsam attackiert worden, ihr habt uns gefangen genommen und mein Einspruch, meine Fürsprache war nicht nur für die Muslime. Er hat gesagt, wir werden das nicht akzeptieren, bis nicht auch die Juden und Christen befreit werden. Er bestand darauf. Auch unter der Gefahr, dass die Muslime auch gefangen bleiben. Warum dieser Bund ist nicht brechbar? So deutlich geht das aus dem Koran und aus der Sunna heraus. Wir haben den Geschichtsbeweis. Ja. Wir haben den Geschichtsbeweis, dass wir Minderheiten stets beschützt haben. Ja, wir haben auch in unserer Geschichte Dinge, für die wir uns schämen müssen, aufgrund unserer Religiosität. Aber da sage ich Alhamdulillah, der Zynismus sei mir an dieser Stelle verziehen oder Verständnis sei dafür hier aufgebracht. Alhamdulillah haben wir auch genug innerislamische Kriege gehabt, ja, dass man das dann auch in den richtigen Kontext setzen kann. Okay? Und es gibt sogar ein Wort, was von Nicht-Muslimen dafür verwendet wurde, geschaffen wurde, was Muslime in der Herrschaft in Spanien ermöglichten an Koexistenz. Juden, Christen, Muslime in Andalusien, ja, in Spanien. Schaut euch die Karten an, googelt das mal. Ja. Konvivenz, ein spanisches, portugiesisches Wort für Zusammenleben. Und was das Zusammenleben von Juden, Christen und Muslimen im muslimischen Spanien meint. Konvivenz. Nicht-Muslime gaben dem Ergebnis gelebter muslimischer Prinzipien in Bezug auf Zusammenleben mit Andersgläubigen einen Namen, Konvivenz. Alhamdulillah. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, geehrte Geschwister. Allah Ta'ala sagt in Bezug oder im Kontext, ja, dieses Dialogs zwischen den Religionen und unserer Aufgabe als Muslime, die vom letzten Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam restlos überzeugt sind. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Und so wetteifert in den guten Taten. Und zu Allah wird die Rückkehr sein und er wird euch dann kundtun, worüber ihr uneins zu sein pflegtet. Das ist ein pragmatischer Umgang mit den Unterschieden. Dann macht Gutes. Wetteifert im Guten. Ja. Wir haben nicht nur die Ebene der Argumente, ja, der Qala Allah, Qala Rasuluh, ja, sondern wir sollen durch unsere guten Taten in ein Wetteifern kommen. Das ist nicht nur Debatten und Debatten und Debatten und Bücher und Copy-Paste und ja. Wir sollen im Guten wetteifern. Auf dieser Ebene. Und das, liebe Geschwister, ist auch nicht ohne imanischen Effekt, wie Imam Al-Ghazali beschrieben hat, dass so auch Iman quasi von Allah Ta'ala gegeben wird oder ja, transportiert wird, in Anführungsstrichen, als er beschrieb, dass der Iman taratan, also manchmal ist, wie mushahadati hali rajulin mutadayyinin wasarayata nurihi ilayhi عِنْدَ صُحْبَتِهِ وَمُجَالَسَتِهِ. Ja, dass Iman manchmal ist, dass man eine religiöse Person sieht,
eine religiöse Person sieht, die das umsetzt, die wetteifert, die Gutes tut, ja, und die Strahlen, die von dieser religiösen Person einen empfangen, wenn man sie begleitet, wenn man mit dieser Zeit verbringt, wenn man mit dieser wortwörtlich zusammensitzt. Und Allah Ta'ala, er gibt auch Kriterien vor. Er gibt auch Kriterien vor. Ja, wenn er beschreibt, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Allah Ta'ala beschreibt, dass diejenigen, die Isa alayhi as-salam folgen, ja, natürlich, für uns ist er Rasulullah und Alhamdulillah, das ist schon das Maximum. Ja? Nicht mehr würde Falsches suggerieren. Das ist schon das meiste, Alhamdulillah. Ja, das ist schon das, und er gehört zu den fünf Großen. Ja? Diejenigen, die ihm folgen, auch in einem anderen Verständnis. Allah Ta'ala sagt, er gab ihnen mit, ja, Mitleid und Demut. Ja, im Umgang mit den Menschen. Mitleid und Demut. Darin sollen wir auch wetteifern. Und subhanallah, wenn wir Weltgeschichte und Gegenwart studieren, für viel gute humanitäre, soziale Arbeit, seelsorgerische Arbeit, haben sich Christen eingesetzt, Organisationen gegründet. Ja? Pioniere, die auf diesem Weg auch zu erwähnen sind. Auch hier in Frankfurt übrigens. Ihr spaziert in ein Krankenhaus rein und ihr seht muslimische Seelsorge. Wisst ihr, wer diese muslimische Seelsorge ermöglichte durch Allah Ta'alas Befehl und Erlaubnis? Es waren christliche Institutionen gewesen. Ja? Pfarrer Frisch wurde 6 Wochen von der evangelischen Kirche dafür bezahlt, muslimische Seelsorger also fachlich auszubilden. Natürlich gab es auch da muslimische so Gelehrte und Imame, die da mitgewirkt haben, in dem, was nur Muslime von Muslimen auch nehmen können. Ja? Aber vom Fachlichen her, der Mann hat 30, 40 Jahre Erfahrung in der Seelsorge, kann man viel fachlich lernen. Der Pfarrer Frisch als Rentner hat er das ehrenamtlich gemacht. Und die katholische Seelsorge hat kostenlos die Räume dafür bereitgestellt. Und das ganze Politische wurde auch von den Kirchen mit nach vorne gebracht. Ja? Das heißt, wir wollen Alhamdulillah hier unsere Argumente haben. Und ja, wir treten in einen Dialog. Und ja, wir initiieren ihn. Und ja, wir haben unsere Argumente. Und ja, Allah Ta'ala möge die Menschen zum Richtigen leiten, zum Gesegneten leiten und unsere Taten segnen auf diesem Weg. Aber ja, wir wollen auch nicht nur reden. Wir wollen wetteifern. Wir wollen aktiv sein. Wir wollen auch unsere Organisation haben. Wir wollen auch Menschenleben positiv und sei es auch im Weltlichen positiv geprägt haben. Ja, dass sie von uns Nachhilfe bekommen haben und Seelsorge bekommen haben und Unterkunft bekommen haben und Starthilfe bekommen haben und ja, Bildung vermittelt bekommen haben. Bessere Lebensbedingungen. Weltweit. Und ja, Alhamdulillah, wir sind da auch aktiv, Alhamdulillah. Ja, wir haben weltweit für viel Gutes gesorgt und tun das immer noch. Aber Allah Ta'ala, wenn er auffordert zum ja, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, wetteifert in den guten Taten, dann sollen wir dieses ja, diese Motivation in unserem Herzen verspüren. Das, was wir vielleicht vom Sport kennen oder von der Arbeit, von der Schule, in der Bildung. Ja, wir sollen dieses, wir wollen die Nummer 1 sein und die Nummer 1 bleiben. Ja? Möge Allah Ta'ala das in unseren Herzen wecken durch seine gesegneten Worte. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. O Allah, du bist As-Sami', du hörst uns, du bist Al-Mujib, du antwortest uns. Du bist derjenige, der uns Führung schenkt. Al-Hidayah, Al-Huda. O Allah, du wirst mit dem Namen Al-Hadi angerufen. O Allah, wir bitten dich um Führung, um Rechtleitung, um Licht, Ya Nur, Ya Nur As-Samawati wal-Ard, o Licht der Himmel und der Erde. O Allah, bitte vergib uns, Ya Afu, Ya Karim. O Allah, bitte versorge uns, Ya Raziq, Ya Razaq. O Allah, Ya Wadud, bitte liebe uns. Liebe uns mit unseren Fehlern, mit unseren Mängeln, mit unseren Sünden, O Allah. Und O Allah, bitte, O Rabb, unser Erzieher, unser Herr, bitte erziehe uns zu einem rechtschaffenen Leben,
dass wir wegkommen von dem, was du verabscheust, O Allah. O Allah, lass uns aktiv sein. Ja, Nasir, O derjenige, der hilft, lass uns ein Instrument deiner Hilfe sein, ein Instrument, was du nicht brauchst, O Allah, denn du bist niemals ohnmächtig. Helf uns, dass wir Bekriegten helfen, Gefangenen helfen, Gefolterten helfen, Hungernden und Durstenden helfen, Verzweifelten helfen, O Allah, ungerecht Behandelten helfen, O Allah, Gutes Wollenden helfen, Bedürftigen helfen, sich in Not befindenden helfen, O Allah. Zeichne uns durch solche Taten aus, wie andere nach Medaillen und Pokalen streben, O Allah. Und tue dies in unseren Lebenslauf durch deine Engel schreiben, O Allah, wie andere weltliche Güter in ihren Lebensläufen schreiben. Gib uns all das, was der Prophet Muhammad s.a.w. von dir erbeten hat und schenke uns Schutz vor dem, wovor auch der Prophet Muhammad s.a.w. bei dir um Schutz gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.